In Cape Canaveral ist die Enttäuschung natürlich groß über die zweite Startverschiebung. Und am größten dürfte sie bei den Astronauten sein. Matthias Maurer, alle sind darauf vorbereitet zu starten. Und jetzt wird es noch einmal verschoben auf den 6. hier vor Ort, auf den 7. in Deutschland. Wir werden natürlich weiter berichten. Aber ich möchte mal fragen, wie das einem Astronauten denn so ergeht. Alexander Gerst ist bei mir, den ich sehr herzlich begrüße. Wie ist das für einen Astronauten, der sich ja auch mental auf einen Start vorbereitet hat, nicht nur sachlich mit To-Do-Liste? Wie fühlt er sich? Ja, Astronautinnen und Astronauten sind natürlich im Allgemeinen eher zielstrebige Persönlichkeiten. Und wenn man dann so einen Plan hat, auf den man sich vorbereitet hat, auch minutiös, ja im Prinzip alles durchgetaktet ist in den letzten paar Tagen, dann ist das natürlich schon erstmal eine Enttäuschung, wenn sich der Starttermin wesentlich verschiebt. Es ist ja jetzt schon zum zweiten Mal passiert, die erste Startverschiebung um ein, zwei Tage, das ist erstmal noch was, da steckt man weg. Dann denkt man, okay, da habe ich noch ein bisschen extra Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden nochmal am Strand entlang spazieren. Das ist eigentlich noch okay, aber dann, wenn es sich dann nochmal verschiebt und dann vielleicht auch so ein bisschen längere Zeit, dann kann man das nicht leugnen, das nervt einen schon, da bin ich mir sicher. Zur gleichen Zeit eben darf man es auch nicht überbewerten, das ist Raumfahrt. Das heißt, wir wussten von Anfang an, dass da immer mal wieder was dazwischen kommen kann. Es ist ja auch jetzt nichts Schlimmes. Das heißt, das ist jetzt einfach nur ein bisschen eine Zeitverzögerung. Und wenn man es im Großen und Ganzen sieht, ja, wenn man sich Jahre auf so einen Flug vorbereitet, ob man dann eine Woche früher oder später startet, ist dann nicht wirklich relevant für einen selbst. Dann für das Umfeld dann vielleicht sogar noch mehr. Jetzt war ja auch so ein bisschen die Hoffnung bei all diesen Umständen, wenn man mit einer SpaceX fliegt, dann ist das einfacher. Dann ist das mit einer Rakete auch weniger empfindlich, das Fluggerät. Wir haben ja über das Space Shuttle oft genug berichtet und festgestellt, das ist zwar ein tolles Fluggerät, aber es ist sehr, sehr sensibel. Ist tatsächlich die Perspektive mit der Rakete besser? Ja, ein bisschen schon, aber letztendlich ist es auch eine Eigenschaft des Startplatzes hier in Cape Canaveral, dass man sehr wetterabhängig ist, weil man übers Wasser startet. Das ist ja der Hauptgrund, der Hauptunterschied zur russischen Sojus. Wenn man übers Wasser startet, dann muss man natürlich Rettungskräfte über der Starttrajektorie, über der ganzen Bahn bis zum Orbit hoch über den Atlantik verteilen, in dem Fall jetzt hier. Das geht zum Teil über Nordatlantik im Oktober. Da möchte man jetzt beim Startabbruch nicht alleine in 10 Meter Wellen irgendwo rumpaddeln. Das heißt, da müssen natürlich Rettungsschiffe da sein und so weiter und so fort und das Wetter entsprechend gut sein. Davon ist man abhängig. Das kann man jetzt hier einfach nicht ändern. Deswegen wussten wir das auch vorher schon, dass solche Verschiebungen einfach immer drin sind. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man über Land startet in der Steppe von Kasachstan. Da kann man tatsächlich auch bei schlimmem Wind und Schneefall die Rettungskräfte stationieren. Das ist so ein bisschen der Hauptunterschied. Das hat natürlich jetzt auch was mit Logistik zu tun. Die Crew muss ja runter, die andere muss wieder hoch. Wie schafft man diese sozusagen Logistik anzupassen? Ja, das ist extrem kompliziert, wie Sie es schon gesagt haben. Da sind ganz, ganz viele sich bewegende Teile in diesem System. Die muss man jetzt alle wieder aufeinander anpassen. Jede kleine Verschiebung beeinflusst irgendwas anderes. Das geht natürlich genau, wie Sie es gesagt haben, auf das Handover auf der Raumstation. Wie lange ist das? Wie macht man das? Da gibt es alle möglichen Zeiten, die man berücksichtigen muss, um die Rettungsschiffe nach dem Start umzukonfigurieren für die Landung oder umgekehrt. Das beeinflusst den Plan an Bord und so weiter. Das heißt, das sind ganz viele bewegende Teile. Deswegen ist das jetzt auch noch gar nicht so genau absehbar. Der nächste Starttermin, der möglich ist, ist ja am 6. November Ortszeit. Das heißt, am 7. November im frühen Morgen mitteleuropäischer Zeit. Und genau, das sind jetzt die Missionsteams. Die sind jetzt wirklich von morgens bis abends beschäftigt, genau zu versuchen, alle möglichen Variablen optimal aufeinander abzustimmen. Damit jetzt die Konzentration für den 6. bzw. 7. optimal ist, raten Sie Matthias Maurer mal was? Nee, ich glaube, dem muss ich nichts raten. Ich meine, dem geht es ja an sich gut. Ich habe mit denen schon geschrieben, so die Crew, die freut sich immer noch auf den Start. Das ist jetzt nichts, was sie nicht erwartet hätte. Es ist mir eher ein bisschen schade um das Drumherum natürlich. Viele der Gäste müssen jetzt abreisen. Auch die Medien müssen natürlich jetzt hier zum Teil abreisen. Was ich persönlich extrem schade finde, weil ich denke, es ist extrem wichtig, wenn man sowas erfassen will, die Weltraumfahrt von oben, genauso wie so ein Start. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass man als Mensch das erlebt. Ein Start ist noch was anderes, wenn man das Donnern der Triebwerke spürt und so eine
Rakete aufsteigen sieht und eben auch für die Medien, die das ja weiter transportieren, zu den Menschen, die nicht daran teilnehmen können, ist es tatsächlich schade, dass viele abreisen müssen. Und ja, ich versuche natürlich, das ein bisschen weiterzugeben auch. Das war ja wie schon in meiner Zeit im Weltraum, dass ich versuche, so die Eindrücke aufzunehmen und weiterzugeben. Aber hier unten hatte ich natürlich sehr viel Hilfe von vielen Kollegen wie Ihnen, die das weiter transportieren. Und ich hoffe natürlich, dass noch ein paar zurückkommen können zum Start dann.